Hallo, ich bin die Flora und wir, die Power Girls, sind heute bei der Firma Rotax. Heute dreht sich alles um die Go-Karts. Kommt da mal mit. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung fanden die Power Girls bei einem spannenden Quiz heraus, dass die Firma BRP Rotax Motoren für coole Fahrzeuge entwickelt und herstellt. Etwa für Karts, aber auch für Sportflugzeuge, Schneemobile und Wasserfahrzeuge. Danach ging es direkt in die Lehrwerkstätte, in kleineren Teams aufgeteilt und mit Schutzbrillen ausgestattet, machten sich die Power Girls an ihren Stationen bereit und dann konnte es auch schon losgehen. Bei der Station haben wir ein Go-Kart zusammengebaut, wo wir gelötet haben und Drähte verbogen haben. Und es war eigentlich gar nicht so schwer und es hat sehr Spaß gemacht. Die Lehrlinge standen den Schülerinnen mit Rat und Tat zur Seite, sodass das im Modellauto integrierte Geschicklichkeitsspiel am Ende bei allen einwandfrei funktionierte. Ebenso einwandfrei drehten sich die Räder des Karts, nachdem die Power Girls den Räderwechsel in Rekordzeit geschafft hatten. Diesen Station also bei Go-Kart haben wir also montiert und es hat voll Spaß gemacht. Während einer kurzen Pause wurde neue Energie getankt, um bei den nächsten Stationen mit voller Kraft weiterzumachen. Hochmotiviert versuchten die Power Girls an einem Schweißsimulator eine perfekte Schweißnaht zu ziehen. Mit einem Laser wurde das Power Girls Logo in eine Kunststoffplatte graviert und zugeschnitten, um einen kleinen Schlüsselanhänger herzustellen. Und auch beim 3D-Drucker gab es Interessantes zu entdecken. Die Power Girls waren begeistert von ihrem Vormittag bei BRP Rotax und im REC, was sich in ihrem Interesse und ihrer Freude zeigte. Also ich habe was Neues für mich entdeckt, weil ich wusste nicht, dass ich voll gut handwerken kann, weil das man den Unterricht eigentlich nicht so macht, aber bei den Power Girls hat es mir voll ermöglicht, dass ich das auch mal anschauen kann. Also praktisch eine andere Seite von mir.